Um den Riedels zu helfen, hat Bernd Römer Kündigungsschreiben für 12 überflüssige Versicherungen aufgesetzt. Diese hatte Sören Mollwitz in den letzten 4 Jahren mit den Rentnern abgeschlossen. Am nächsten Tag will der Anwalt den Personalchef der Versicherung, Marcel Schneider, über die dreiste Arbeitsweise informieren. Okay, auf Wiederhören, danke. Guten Tag, kann ich Ihnen behilflich sein? Ja, das hoffe ich doch. Römer ist mein Name, ich hatte einen Termin bei Ihrem Personalchef. Dem Herrn Schneider. Moment, ja, sehr gerne. Ja, ist im Haus. Gehen Sie den Gang entlang auf der linken Seite, erste Tür. Okay, das finde ich. Vielen Dank. Sehr gerne. Guten Tag, Herr Schneider. Ja. Schönen guten Tag, Römer ist mein Name. Guten Tag, Herr Römer. Ja, kommen Sie doch rein, bitte. Ja, danke, dass Sie sich Zeit nehmen. Das freut mich. Na, gerne doch. Es wird auch nicht lange dauern. Ich will Sie nicht lange aufhalten. Ich wollte mit Ihnen sprechen über einen Mitarbeiter von Ihnen, und zwar den Herrn Mollwitz, Sören Mollwitz. Es gibt da ein paar Probleme mit den Verträgen. Na, Herr Mollwitz, den werden Sie ja lange suchen. Der ist, denke ich mal, vor etwa 10 Jahren gekündigt worden. Ich glaube, der wollte sich selbstständig machen. Ja, aber der arbeitet noch mit Ihnen zusammen. Auf Provisionsbasis, als freier Mitarbeiter, in irgendeiner Art und Weise. Nein, nein, gar nicht. Also, wir hatten Ihnen damals eine Zusammenarbeit angeboten, aber das hat er abgelehnt. Das kann nicht sein, Herr Schneider. Sehen Sie mal, das ist doch ein Originalvertrag von Ihnen, oder nicht? Allerdings ist das ein Vertrag von uns. Ja. Nur sagen Sie bloß, dass der Mollwitz mit unseren Verträgen arbeitet, heute noch. Ja, in der Tat. Das ist ein ganz neuer Vertrag. Den hat er mit meiner Mandantschaft abgeschlossen. Und er hat denen erzählt, dass er weiterhin für sie tätig ist. Also wenn das ohne ihr Wissen und Wollen passiert ist, dann ist das ein Betrug, das ist eine Urkundenfälschung. Und dann sage ich Ihnen aber was. Dann macht er das nicht nur bei meiner Mandantschaft. Dann gibt's da noch andere Geschädigte. Da bin ich mir aber mal ganz sicher. Ach du Schande. Was wollen Sie jetzt tun? Jetzt werde ich zur Polizei gehen, eine Strafanzeige erstatten, und zwar sofort. Also ich werde sofort mit meiner Rechtsabteilung sprechen. Ich werde die informieren und ich werde Sie dann in Kenntnis setzen, was dabei rauskommt. Ne? Ja, und danke. Das wäre natürlich schön, wenn Sie sich auch noch mal melden würden. Weil wir müssen ja gucken, wie das dann weitergeht. Zur Rechtsabteilung sollten Sie auf jeden Fall gehen. Schalten Sie die ein, sonst haben Sie noch ein Haftungsproblem. Und rufen Sie mich gerne jederzeit an, wenn Sie noch Fragen haben, ja? Herr Schneider, wir halten uns auf dem Laufenden. Ja. Danke. Dankeschön. Wiederhören. Bernd Römer erstattet Anzeige wegen Betrugs gegen den Versicherungsvertreter Sören Mollwitz. Denn der hat den Rentnern Doris und Werner Riedel immer wieder neue und völlig sinnlose Versicherungen aufgedrängt. Das Paar zahlt monatlich 1.500 Euro Beiträge an ihn und hatte kein Geld mehr für die Miete. Es geht um diesen Sören Mollwitz, der hat hier unten auch unterschrieben. Dieser Sören Mollwitz ist mal Versicherungsvertreter gewesen, hat für diese Versicherung tatsächlich gearbeitet. Aber das Ganze ist über 10 Jahre her. Der ist von der Versicherung gekündigt worden, es besteht auch keine Kooperation mehr. Was der gemacht hat, ist, der hat einfach die alten Vertragsunterlagen weiter benutzt, hat behauptet, er sei noch Versicherungsvertreter. Und hat dann mit meinen Mandanten sozusagen Verträge abgeschlossen, die sind alle gefälscht. Diese Verträge gibt es gar nicht. Meine Mandanten haben nie Versicherungsverträge abgeschlossen. Okay. Und Sie gehen davon aus, dass es eventuell auch mehrere Geschädigte geben könnte? Da bin ich mir ehrlich gesagt fast sicher, wenn ich mir das Vorgehen, die Vorgehensweise von dem ansehe. Der hat das im großen Stil gemacht, ja, das glaube ich. Okay. Könnten Sie mir dann den Herrn Mollwitz vielleicht mal beschreiben, wie groß der ist, wie der aussieht? Wir haben ein Foto von ihm, nicht? Ja. Der Rechtsanwalt, der Herr Römer, hat schon mal danach gefragt. Ach so, das ist ja klasse. Meine Frau hat eingesteckt. Der hat uns ja jedes Jahr zu Weihnachten eine Karte geschrieben. Aha. Und auf der älteren hier, da war er sogar selbst drauf. Wie skrupellos muss denn dieser Mensch sein? Der hat uns Schritt für Schritt unser Leben ruiniert. Ja, und jetzt werden wir wahrscheinlich bald auf der Straße sitzen. Wir haben 20.000 Euro Schulden. So ein Berg. Herr Riedel, beruhigen Sie sich. Wir tun alles, was wir können, damit Sie an Ihr Geld wieder kommen. Und wenn wir den Herrn Mollwitz haben, dann kriegen wir auch was von dem Geld. Das verspreche ich Ihnen. Zumindest tun wir alles dafür jetzt. Ja, das scheint sich aber, glaube ich, noch ein bisschen hinzuziehen. Denn laut Einwohnermeldeamt ist der Herr Mollwitz das letzte Mal vor 9,5 Jahren hier in Deutschland gemeldet gewesen. Dann ist dieser Gauner über alle Berge und unser Geld ist weg. Frau Riedel, nicht so schnell, dass er hier nicht gemeldet ist. Das heißt ja nichts. Welcher Betrüger meldet sich denn schon mit seiner korrekten Adresse an? Das tut ja keiner. Und wir wissen doch durch Sie, dass der regelmäßig bei seiner Betrugstournee auch hier in Berlin aufgeschlagen ist. Und vielleicht wohnt der auch noch hier. Das kann ja gut sein. Also ich leite auf jeden Fall die Ermittlungen und die Fahndung ein. Und sobald ich irgendetwas habe, melde ich mich natürlich sofort bei Ihnen. Prima, ganz, ganz herzlichen Dank. Meine Mandanten tun mir richtig leid. Nach 35 Jahren müssen die möglicherweise aus ihrer Wohnung raus. Und das in ihrem Alter. Und was, glaube ich, genauso schlimm ist und was wirklich auch sich ganz schlimm
schlimm anfühlt, ist, hier betrogen worden zu sein. Die haben jemandem vertraut, dem Herrn Mollwitz, und der hat das ausgenutzt. Und das haben Sie mit sich machen lassen. Der einzige Lichtblick, den ich sehe, ist, dass Sie als Familie unglaublich gut zusammenstehen. Die beiden sind ein gutes Team und die Tochter unterstützt Sie, wo sie nur kann. Und ich bin mir deshalb sicher, so oder so, die Krise werden die meistern. When you look at me. Doris und Werner haben ihre Tochter darüber informiert, dass Sören Mollwitz untergetaucht ist und das Geld ihrer Beiträge auf sein Privatkonto geflossen ist. Karin ist geschockt, doch die bevorstehende Gerichtsverhandlung bereitet ihr noch viel mehr Sorge. Sie hat Angst, dass der Räumungsklage des Vermieters stattgegeben wird und ihre Eltern nun auch noch ihr Zuhause verlieren. Aber das Ding ist, ne, ich mache mir so Sorgen um die Eltern. Ich habe mit denen noch mal gesprochen und weißt du, die sind fast 70, leben 35 Jahre in der Wohnung. Ich weiß überhaupt nicht, wie es weitergehen soll. Was soll man bloß machen? Weißt du was? Wir verkaufen das Auto. Ach komm, Olli. Das bringt vielleicht keine 3.500 Euro, aber 2.000 Euro werden drin sein. Olli, hör mal zu, du fährst damit täglich zur Arbeit. Du benutzt keine öffentlichen Verkehrsmittel, weil es einfach ewig dauert. Und ich meine, das ist unser Auto, ja? Also, wir benutzen es ja auch einfach verdammt häufig allgemein. Dann ist das halt so. Bis wir gespart haben und uns ein neues leisten können. Toll. Schätzungsweise, was bringt die Karre noch? 2.000 Euro, ja? Und dann fehlen immer noch 1.500 und das Problem ist immer noch nicht beseitigt. Aber vielleicht als Anzahlung. Dann sieht der cool, dass wir dran sind, das Geld zu besorgen. Und 1.500 Euro sind schneller zusammengekratzt als 3.500 Euro. Ach, ich weiß auch nicht. Zum Verzweifeln, echt. Alles, was wir brauchen, sind diese 3.500 Euro. Gut, das ist jetzt kein besonders hoher Betrag. Irgendwie muss man doch da dran kommen. Am nächsten Tag werden Karins schlimmste Befürchtungen wahr. Das Gericht hat der Räumungsklage des Vermieters stattgegeben. Ihre Eltern müssen die Wohnung, in der sie ihr halbes Leben verbracht haben, innerhalb von 4 Wochen verlassen. Bernd Römer will noch einmal an Stefan Kuhls Mitgefühl appellieren. Denn wenn er nicht auf die Räumung besteht, können die verzweifelten Rentner in ihrem Zuhause bleiben. Das Geld ist direkt auf das Privatkonto dieses Betrügers geflossen. Herr Kuhl, worauf ich hinaus will, ist Folgendes. Das ist jetzt abgestellt. Und die Riedels sind jetzt wieder in der Lage, ab sofort ihre Miete in voller Höhe zu entrichten, ohne jedes Problem. Tja, wie gesagt, die Sache ist äußerst unschön. Aber die Wohnung ist gekündigt. Das Räumungsurteil ist rechtswirksam. Die Sache ist durch. Also. Herr Kuhl. Das Räumungsurteil haben Sie, das ist richtig. Aber ob das vollstreckt werden muss, das steht auf einem anderen Blatt. Das liegt in Ihrer Hand. Sie können auch den Riedels einen neuen Mietvertrag geben. Sie wissen jetzt, wie das Ganze zustande gekommen ist. Sie wissen, dass das beendet ist. Und Sie kennen die schon so lange. Herr Kuhl, ich bitte Sie. Bitte werfen Sie meine Eltern nicht aus ihrer Wohnung. Ich verspreche Ihnen, es wird nichts mehr passieren. Es wird nichts mehr passieren. Die lassen sich nichts mehr zu Kosten kommen. Herr Kuhl, das ist ein Ehepaar, die sind um die 70 Jahre alt. Das muss Ihnen klar sein, dass das eine wirkliche hohe emotionale Belastung ist. Möglicherweise auch gesundheitliche Probleme hervorrufen wird, wenn die jetzt nach 35 Jahren aus der Wohnung raus müssen. Den ganzen Umzug, das können Sie sich doch sicherlich vorstellen. Ja, aber nein, ich will den ganzen Stress nicht mehr. Ich bin froh, dass die Sache jetzt endlich vorbei ist. Ja? Und außerdem, selbst wenn ich jetzt pünktlich meine Miete bekommen würde, fehlen immer noch 3.500 Euro. Entschuldigung. Ja. Sie wünschen? Ja, cool, Oliver Wolf. Herr Wolf? Ach, guten Tag. Der Sohn, alles klar. Na, dann kommen Sie mal rein. Ja, danke. Ihr Gatte. Ach, hallo zusammen. Hi. Hallo. Guten Tag. Deine Eltern haben mir gesagt, dass ihr hier seid. Hier, das sind 2.000 Euro als Anzahlung. 2.000 Euro in bar? Ja, den Rest bekommen Sie natürlich auch noch, aber ich konnte jetzt nicht so viel zusammenkratzen. Hm. Olli, wo kommst denn du her? Und vor allem, woher hast du 2.000 Euro? Ich hab den Wagen verkauft. Wir haben noch drüber gesprochen, dass du es nicht machen musst. Schon, aber deine Eltern brauchen das Geld dringender. Bist der Hammer. Meinen Sie nicht, es wäre an der Zeit zu sagen, ich mache nur einen Mietvertrag mit den Riedels? Na, hören Sie, Bargeld lacht, aber ja. Hören Sie zu, wenn ich in Zukunft meine Miete pünktlich bekomme und die restlichen 1.500 innerhalb der nächsten 4 Wochen erhalte, dann, aber auch nur dann wäre ich bereit,
nochmal ein Auge zuzudrücken und einen neuen Mietvertrag zu machen. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Also einen neuen Mietvertrag. Abgemacht. Ich verlasse mich auf Sie, Herr Römer. Okay. Abgemacht. Prima. Ganz herzlichen Dank. Das werden Sie nicht bereuen. Der Herr Wolf kam genau zum richtigen Zeitpunkt. Und die 2000 Euro, die haben natürlich ihr Übriges dazu getan, den Herrn Kuhl davon zu überzeugen, meinen Mandanten einen neuen Mietvertrag zu geben. Und jetzt werde ich versuchen, den Sören Mollwitz ausfindig zu machen und dem das Geld wieder abzunehmen, was der meinen Mandanten abgenommen hat. Doris und Werner Riedel haben in den letzten Jahren mehrere tausend Euro an Sören Mollwitz gezahlt. Bernd Römer will nichts unversucht lassen und noch einmal mit Marcel Schneider sprechen. Er hofft, von dem Personalchef der Versicherung Informationen über den möglichen Aufenthaltsort seines ehemaligen Mitarbeiters zu bekommen. Guten Tag. Guten Tag, Frau Dietz. Guten Tag. Freut mich. Ich wollte noch mal gern mit dem Herrn Schneider sprechen. Ich bräuchte noch ein paar Informationen über den Herrn Mollwitz, über den Sören Mollwitz. Um Herrn Mollwitz? Mhm. Ja, der Herr Schneider ist im Haus. Gehen Sie einfach durch. Sie kennen ja den Weg. Ja, dann gehe ich einfach durch. Gerne. Danke, Frau ja. Dietz. Danke, danke. Entschuldigung, Herr Schneider, ich wusste nicht, dass Sie hier beschäftigt sind. Die Frau Dietz hatte mir gesagt, ich könnte direkt durchkommen, ja? Ich wollte nicht stören. Schönen guten Tag, Herr Schneider. Grüße Sie. Hallo. Danke, Herr Römer. Meine Sekretärin, Anja Schäfer. Hallo, freut mich sehr. Ich wollte mit Ihnen noch mal kurz über den Sören Mollwitz sprechen. Da bräuchte ich doch noch ein paar Infos von Ihnen. Aber warum schickt die Frau Dietz die Dame zu Herrn Schneider? Die hätte Ihnen doch viel besser weiterhelfen können. Oder wusste sie nicht, dass Sie wegen Sören hier sind? Doch, das hatte ich erwähnt. Klar. Ja, warum? Okay, weil die beiden sind ein Paar. Oder waren es zumindest mal. Ihre Empfangssekretärin und Herr Mollwitz sind ein Paar. Für Marcel Schneider ist die Beziehung zwischen seiner Sekretärin und dem gesuchten Betrüger genauso überraschend wie für Bernd Römer. Frau Dietz? Entschuldigung, Ihre Kollegin, die Frau Dietz, wo ist die? Die hat sich gerade krank gemeldet und ist nach Hause gegangen. Die hat sich gerade krank gemeldet? Ja. Was hat sie denn? Das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Ja, okay, ich verstehe. Vielen Dank. Gerne. Tschüss. Wiedersehen. Also das ist ein Ding. Die nette Frau Dietz steckt mit Herrn Mollwitz unter einer Decke. Das ist ganz klar. Die steckt ihm die ganzen Adressen zu, die sie hier aus der Versicherung rauszieht. Dann kriegt er neue Kunden und die nimmt er dann aus. Wird sofort die Polizei kommen. Bernd Römer vermutet, dass der gesuchte Sören Mollwitz bei Nicole Dietz untergetaucht ist. Der Jurist geht davon aus, dass die Sekretärin ihrem Lebensgefährten gerade brühwarm von den Ermittlungen gegen ihn berichtet. Um zu verhindern, dass Sören Mollwitz daraufhin türmt, will die Polizei ihn sofort zur Rede stellen. Jetzt zählt jede Minute. Die Frau Dietz hat natürlich jetzt einen gewissen Vorsprung. Ich hoffe trotzdem, dass wir die hier zu Hause antreffen. Also, dass sie diesen Sören Mollwitz kennt und dass sie ihn auch deckt, das ist ja nun mal bewiesen. Ja. Und der Verdacht liegt eigentlich auch nahe, dass sie da ihre Betrugsmasche da zusammen durchziehen. Das liegt auf der Hand. Gehen wir mal los. Moment. Das ist doch Herr Mollwitz! Herr Mollwitz! Schönen guten Tag. Römer ist mein Name, Rechtsanwalt. Ich vertrete das Ehepaar Riedel. Das sind Ihre Eltern. Das sind diejenigen, denen Sie über Jahre hinweg das Geld aus der Tasche gezogen haben mit falschen Versicherungsverträgen. Es tut mir leid. Das müssen Sie irgendwie verwechseln. Das kenne ich nicht, Riedel. Tut mir leid. Sie lügen, wenn Sie den Mund aufmachen. Wissen Sie das? Ich weiß nicht, was Sie wollen. Sie haben überhaupt nichts gegen mich in der Hand. Warten Sie mal ab. Warten Sie die Beweise mal ab. Dann können Sie sich's überlegen. Nehmen Sie sich einen Anwalt, Herr Mollwitz. Während Sören Mollwitz auf dem Präsidium vernommen wird, hat Karin ihre Eltern gebeten, zu ihr zu kommen. Sie will ihnen die guten Neuigkeiten überbringen. Doch für Bernd Römer ist die Geschichte damit noch nicht ausgestanden. Schließlich müssen die Polizeibeamten dem Versicherungsvertreter die betrügerischen Machenschaften erst nachweisen. Hallo. 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 Komm, was gibt's? Die haben Sören Mollwitz gefasst. Ach. Klasse. Und das heißt jetzt, wir kriegen unser ganzes Geld zurück? Naja, ganz so einfach geht es nicht. Also erstmal muss er verurteilt werden und das Geld muss ja auch aufgefunden werden. Und genau da liegt unser Problem. Das hört sich aber nicht gut an. Komm, erzähl. Herr Römer hat mich von der Wache aus angerufen und die Polizei hat sein Konto überprüft und es ist leergeräumt. Ach, das gibt's doch nicht. Das ist so unfair. Moment. Hallo, Karin Wolf. Hallo, Herr Römer. Haben Sie ein paar Neuigkeiten? Okay, super. Danke für den Anruf. Bis dann. Tschüss. Was ist denn los?
Herr Römer glaubt, dass vielleicht irgendwo Nicole Dietz mit dem ganzen Geld auf ihn wartet und abhauen will. Also letztendlich können wir nur hoffen, dass ihm die Freilassung in die Karten spielt. Und was hat er vor? Was er genau vorhat, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, er will irgendeinen Trick anwenden. Warten wir mal ab, gehen wir erst mal rein. Die Rentner Doris und Werner Riedel wurden von ihrem Versicherungsvertreter Sören Mollwitz um mehrere tausend Euro betrogen. Doch für eine Verhaftung fehlen der Polizei Beweise. Bernd Römer will dem 47-Jährigen nun vorgaukeln, dass seine Freundin Nicole Dietz ohne ihn, aber dafür mit dem Geld verschwinden will. Der Anwalt hofft, dass Sören Mollwitz die Polizisten dann direkt zu ihr und dem wichtigsten Beweisstück führt, der Beute. Herr Mollwitz, so sieht man sich wieder. Was machen Sie denn hier? Haben Sie gerade ein Geständnis abgelegt? Der Rechtsanwalt. Ja. Ich habe doch gesagt, dass ich nichts getan habe. Sie kriegen mich nicht. Wissen Sie was, Herr Mollwitz? Da haben Sie vielleicht sogar recht. Das ärgert mich im Moment. Aber was mich noch viel mehr ärgert, ist, dass wir die Nicole Dietz auch nicht kriegen. Und nur durch die Nicole Dietz sind wir ja auf Sie gekommen. Und jetzt macht sich diese Dame aus dem Staub. Mit der ganzen Kohle, die Sie meiner Mandantschaft abgenommen haben, ist die verschwunden und wir kommen ans Geld nicht mehr ran. Und das, Herr Mollwitz, das ärgert mich noch viel mehr, als dass wir Sie laufen lassen müssen. Wie oft soll ich Ihnen noch sagen, dass ich kein Geld habe? Im Übrigen genauso wenig, wie ich eine Freundin habe. Nein. Sie haben mit Nicole Dietz nichts zu tun? Ach, dann wird Sie das auch überhaupt nicht interessieren, was ich gerade von der Polizei gekriegt habe. Die Passagiersliste für den Flug Berlin-Paraguay. Und gucken Sie mal, wer darauf gebucht ist. Nicole Dietz kann Sie ja dann völlig kalt lassen. Schön für Sie, freut mich. Wissen Sie was? Interessiert mich wirklich nicht. Außerdem muss ich das los, weil ich habe Besseres zu tun, als mich von Ihnen hier volltexten zu lassen. Ja, ja? Besseres bestimmt nicht. Ja. Schönen Tag noch. Wünsche ich Ihnen auch. Schönen Dank. Ich glaube, er hat eine Biskuit daher. Beeilt euch. Viel Glück. Der Bluff war ja eigentlich fast zu einfach, aber anscheinend hat Sören Mollwitz angebissen. Die Gier nach dem Geld, die vernebelt ihm auch den Verstand. Die Polizisten folgen Sören Mollwitz unbemerkt durch die Stadt. Die Beamten und Bernd Römer vermuten, dass Nicole Dietz an einem geheimen Ort mit der Beute auf ihren Freund wartet, um gemeinsam mit ihm Deutschland zu verlassen. Und der Jurist behält recht. Was macht die denn? Du bist ja da. Wieso gehst du nicht an dein Handy? Natürlich bin ich da. Es ist aus, damit ich nicht geortet werde. Was ist los? Warum bist du so aggressiv? Sie hatten so ein bisschen Sehnsucht nach Ihnen. Was ist in der Tasche drin? Das ist meine Reisetasche. Geben Sie mal den Kollegen, bitte. Einmal die Tasche, bitte. Wow. Ich schätze mal 250.000 Euro und die Geschäftsunterlagen. Mhm. Na, nicht schlecht. Verdammt viel Geld für den Versicherungsvertreter. Das war das ergonnerte Geld von Ihren Versicherungsmarschen, oder nicht? Ach, was wollen die denn da? Sören Mollwitz, Nicole Dietz sind beide wegen des Verdachts des schweren Betruges festgenommen. Da sollte Herr Römer recht behalten. Jetzt haben wir den Beweis, der für eine Festnahme gefehlt hat, das ergaunerte Geld. Dank der List des Juristen konnte das Betrügerduo festgenommen und das ergaunerte Geld sichergestellt werden. Auf der Wache wartet Bernd Römer gemeinsam mit seinen Mandanten bereits auf den Versicherungsvertreter und seine Komplizin. Denn das Rentnerpaar Riedel brennt darauf, Sören Mollwitz die Meinung zu sagen. Wir machen mal das Spalier frei, Herr Mollwitz. Sie hinterhältiger Verbrecher, wir haben Ihnen vertraut. Und Sie haben das schamlos ausgenutzt. Sie haben uns angelogen. Tja, selber schuld. Wie bitte? Papa, lass dich nicht so provozieren, der ist es nicht wert. Ekel. Ihretwegen haben wir so einen riesigen Schuldenberg. Und nur, weil wir Ihnen vertraut und geglaubt haben. Ihr könnt mir nichts. Gar nichts. Weinen Sie, Herr Mollwitz. Dann leiden Sie aber unter einem ganz erheblichen Realitätsverlust. Wir wissen noch, wie das abgelaufen ist, die Betrugsmasche. Sie und Ihre Komplizin, Sie haben zusammengearbeitet. Sie haben ihm die Adressen gegeben von Kunden, potenziellen Kunden. Bevorzugt ältere Herrschaften, nicht wahr? Und die haben Sie dann um den Finger gewickelt und haben denen das Geld aus der Tasche gezogen. Ihr Einkommen, das haben wir jetzt hier.
Ja. Ach, und Sie haben gar kein Geld. Kaum zu glauben. Und nicht nur das, in den Unterlagen haben wir natürlich auch die Adressen aller Opfer. Von den ganzen Menschen, die Sie über die Jahre hinweg betrogen haben. Sie werden wegen jedes Einzelnen eine Anklage bekommen. Und da wird eine Haftstrafe bei herumkommen. Die hat sich gewaschen. Für Sie und für Sie auch. Und das Beste ist, meine Mandantschaft bekommt ihr Geld zurück. Die Zinsen, Herr Mollwitz, ist das nicht wunderschön? Und ich sorge jetzt dafür, dass Sie bei dem Haftrichter heute noch vorgeführt werden. Kommen Sie mal mit. Seien Sie froh, wenn Sie keine Sicherungsverwahrung kriegen, Herr Mollwitz. Das gibt's auch bei Betrug. Bin ich froh, dass dieser Spuk jetzt endlich vorbei ist. Und ich auch. Aber ich glaube, wir müssen jetzt erst mal dem Herrn Römer danken. Herr Römer, wenn Sie nicht gewesen wären, dann würden wir wahrscheinlich jetzt auf der Straße sitzen und so einen Berg Schulden vor uns haben. Dankeschön. Ganz herzlichen Dank. Ich nehme das sehr gerne an. Aber Sie sollten sich vor allen Dingen mal bei Ihrer Tochter bedanken. Wenn die nämlich nicht gewesen wäre, wer weiß, wo sie dann heute wären. Das stimmt. Wenn du nicht mit Herrn Römer vor unserer Tür gestanden hättest, wer weiß, wie das noch ausgegangen wäre. Mama, sag's nicht. Tja, die Karin ist genauso wie ihre Mutter. Wenn die sich was in den Kopf setzt, dann lässt die nicht locker. Im Guten wie im Schlechten. Ich würde sagen, darauf gehen wir jetzt mal ein schönes Eis essen und ich bin mit dabei. Gut. Was halten Sie davon? Machen wir uns auf den Weg. Wunderbar, Herr Römer. Dann wollte ich Ihnen noch sagen, eine Rechtsschutzversicherung. Ja. Ich arbeite nebenher nämlich als Versicherung. Ich mir. Besser hätte es doch gar nicht laufen können. Es wird zwar noch ein Weilchen dauern, bis der Herr Mollwitz rechtskräftig verurteilt ist, aber eins steht jetzt schon fest. Meine Mandanten kriegen ihr Geld wieder, und zwar zu 100%. Und damit werde ich jetzt mal zu dem Herrn Kuhl gehen und ihn davon überzeugen, jetzt sofort einen neuen Mietvertrag für die Redels auszustellen. Die 4-Wochen-Frist, die muss er doch wirklich nicht mehr abwarten. Er weiß ja jetzt genau, dass er sein Geld kriegt. Erst wenn Sören Mollwitz verurteilt ist, bekommen Doris und Werner ihr Geld zurück. Denn das gilt im Prozess als Beweisstück. Bis dahin hat Bernd Römer dem Paar einen Finanzplan erstellt. Anhand des Plans tilgen die Rentner ihre Schulden Stück für Stück. Doch heute feiert die Familie, dass der Albtraum endlich vorüber ist. Schau mal, Engelchen, das wollte ich dir schon längst zurückgeben. Ist noch alles drauf, was du gespart hast. Aber wenn du das Joloch brauchst, sagst du Bescheid, oder? Ja, auf jeden Fall, das mache ich. Der Herr Kuhl ist hier. Ja, ich wollte ja nicht stören, aber ich war gerade bei Gericht und habe den Räumungstitel abgeholt. Ach, ist denn was passiert? Haben wir was falsch gemacht? Die Miete haben wir doch überwiesen. Ja. Nein, nein, keine Sorge, ist alles in Ordnung. Ich brauche den aber nicht und ich wollte Ihnen den überreichen. Ach, und was sollen wir damit? Zerreißen. Zum Beispiel. Und wenn Sie nächste Woche mal Zeit hätten, dann kommen Sie doch einfach mal rüber und dann machen wir einen neuen Mietvertrag. Ach, ist das toll, Herr Kuhl. Zur Feier des Tages möchte ich Sie gerne zu einer Tasse Kaffee einladen. Ja, wenn ich nicht störe. Nein. Setzen Sie sich doch. Dankeschön. Ja, jetzt ist zum Glück wieder alles fast wie vorher. Ich meine, wir sind um eine Erfahrung reicher geworden. Auf die hätten wir natürlich auch verzichten können. Aber jetzt ist zum Glück alles gut. Wenig später hat die Polizei weitere Opfer von Sören Mollwitz und Nicole Dietz gefunden. Die beiden wurden wegen schweren Betrugs in mehreren Fällen zu je 3,5 Jahren Haft verurteilt und müssen ihren Opfern das gestohlene Geld zurückzahlen. Doris und Werner Riedel können ihre Schulden begleichen und blicken unbeschwert in die Zukunft.